Cry 5 zum Part 37. Wir sind ein bisschen, ich bin da ein bisschen durch die Gegend gefahren und habe da jetzt eine Position gefunden, die wo ich befreien könnte. Jetzt muss ich gerade schnell meinen Timer setzen, damit dass ich in eine schöne Folge präsentieren kann. Damals waren wir auf dem Höhepunkt. Ihr seht, die Welt ist schwach. Wir werden jetzt schon zuerst lautlos das Angst abgeschirmt. Wir jagen nicht mehr unser Essen, suchen nicht mehr nach Wasser, machen kein Feuer mehr. Wir kennen Hunger, Durst und Kälte nicht mehr. Wir leben nicht mehr. Die Lösung ist Krieg. Krieg wird das Beste aus uns herausholen. Krieg wird uns Leben bringen. Zu viel. Zu lautlos. Oh yeah. Oh yeah. Ah, verdammt! Jawohl. Es kommt Verstärkung aus dem Norden! Jetzt gehörst du mir! Ah, verdammt! Geht schon wieder gut los, die Folge. Geht schon wieder gut los. Die Sonntagsfolge geht schon wieder gut los. Aha. Servus. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ah, hei, jappala. Ah, hat meine Partnerin erwischt, die soll ich gar nicht mitkriegen. Ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass meine Partnerin erwischt hat. Ist der Pilot echt nicht. Ah, ist der Pilot echt nicht das Beste? Sollten wir uns wieder einen Cheeseburger holen? Sollten wir uns wieder den Cheeseburger holen? Augen auf die Straße, ich mach den Rest. Ich rücke vor. Wir haben vergessen, woher wir kommen. Wir haben vergessen, wer wir sind. Aber das ist jetzt.
wieder Mörder. Wir werden wieder zäh. Wir werden wieder stark. Schauen wir, dass sie dies ohne großes Aufsehen aus der Schuld. Ihr seht, die Welt ist weich geworden. Schwach. Wir haben uns schon nie Ja, ist die falsche Taktik gewesen. Wie üblich heute. Falsche Taktik. Lass die Peggy fahren. Aber wenn ich jetzt mit Lost noch eine vor, ist auch die falsche Taktik. Also war ich zwei Helfer und den Piloten tue ich weg. Nehme ich den Scharfschützen. Das ist die Chance. Dann mal den Piloten außer. Nehmen wir die Scharfschützen. Jawohl. Haha! Du musst dir denken, dass du Alarm gibst. Hoppala! Da steht ein Fässchen im Weg. Und das ist kein Bierfässchen. Ich hoffe, dass wir die retten. Mädels? Was ist mit denen? Mädels? Ach Mann, Mädels. Taktik überlegen. Wir müssen eine Taktik überlegen. Die Mädels wieder angreifen.
Und. Sanitäter! Sanitäter! Seelen ernten sich nicht von allein! Ja, ja. Ach, verdammte Kack. Ja, ja. Ach, dir scheiß Mädels. Jetzt möchte ich aber schon, dass man hilft, sah. Wenn sie schon vor mir den Angriff startet, so bevor sie das überhaupt ausschaltet. Ah, mein Gott, na! Weiß man, dass man lebt. Ja, ja, entschuldige, ich weiß. Kommt noch einer. Jawohl. Sagt die Zeit. Was sagt die Zeit? Der Pilot.
Kitty, wenn es nach mir ginge, wärst du schon lange tot. Aber Joseph hatte andere Vorstellungen. Und er möchte mit dir reden. Und genau das wirst du auch tun. Keine Sorge, meine Jäger werden dich zu ihm bringen. Hey, willst du dein Glück versuchen? Ich habe die Ziele wieder aufgestellt. Der Rekord, alle zu treffen, liegt bei 30 Sekunden. Mal sehen, ob du das besser kannst. Ich wette, die Prepper aus Hope County freuen sich insgeheim, dass sie endlich die Whitetails haben überall Speer, wie den alten George. Jeder hat so sein Ding. Kann uns Jacob nicht mehr ignorieren. Du bist Gold wert. Danke fürs Verteidigen. Ich werde nicht hier. Wo steht mein Truck? Ich hau ab. Es kriegen nicht viele das hin. Die Whitetails haben überall Speer. Wie den alten George drüben auf dem Rastplatz. Wir sollten mal nachhorchen, ob er Neuigkeiten hat. Ich brauch keinen Schießstand. Ich hab Peggys als lebendige Ziele. Gut, dass Eli da war, um dich da rauszuholen. Du willst... Jacob mit seinen Gefangenen anstellt. Muss da irgendwie ein Punkt drum machen. Heute Kruzifolge machen. Hab gehört, dass du da draußen für Chaos sorgst. Ich hab gesehen, wie einer dieser Wölfe mitten durch ein Lagerfeuer gerannt ist. Hat das Vieh nicht mal gejuckt, dass es gebrannt hat? Mach so weiter und Jacob kann sich nirgends mehr verstecken. Ma'am? Hey. Was geht, Bro? Ja, glaub, so weit sind wir da fertig. Soweit sind wir da fertig. Schauen wir mal, wo wir das nächste Ziel kriegen. Ja, Schießstand. Ich werde gejagt. Aber schauen wir mal ins Logbuch. Was haben wir denn? Vorteile. Vieri. Ja, können wir. Da. Nochmal den frei. Und dann schauen wir ins Logbuch. Rettung und Suche. Klickt man das einmal an. Dann schauen wir mal auf die Karten. Haben wir da irgendwelche Punkte, wo es aufleuchten? Nein, haben wir nicht. Kaum bin ich nicht mehr. Dann. Da haben wir auch keinen Punkt gehabt zum Aufleuchten. Aber dann verfolgen wir den Punkt. Ah, da müssen wir wieder sammeln, oder? Aber jetzt schauen wir mal, haben wir da irgendeinen Punkt auf der Karte? Ich würde sagen, dann machen wir den, das, ne, ah, da sind Punkte auf der Karte. Da und da und da und da. Ja, das ist eine Anweisung. Aber ich glaube, wir machen den Punkt das nächste Mal. Und dann tue ich mich jetzt da verabschieden, weil ich nicht weiß, wie das dann weitergeht, mit, wenn ich gejagt werde. Ob wir da nachher nicht wieder dann so eine andere Mission machen müssen. Na gut, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Über ein nettes Kommentar. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.